In Aachen geht die Angst vor dem Wolf um. Und zwar nicht mehr nur bei den Schäfern. Schon öfter stand Schaf da auf Ise Grimms Speiseplan. Auch die Wildschützer, die schlagen jetzt Alarm. Denn ein Wolf ist es tatsächlich gelungen, einen 2 Meter hohen Zaun zu überspringen, um an seine Beute zu gelangen. Verängstigt schauen sie in Richtung Kamera. Seitdem der Wolf hier sein Unwesen getrieben hat, sind die Tiere noch scheuer als sonst. Die Panik steckt ihnen in den Knochen. 6 von ihnen hat der Wolf geholt, mitten in der Nacht. Krisentreffen der Wildbesitzer in Aachen. Gucken auf jede Bewegung, alles was fremd ist, das steht dann erstmal im Fokus. Und dann, naja, das Verhalten ist ziemlich verändert. Der Wolf kam nicht überraschend. Hier in der Gegend im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kennt man ihn längst. Beim Schäfer hat er schon öfter Beute gemacht, in den letzten Jahren etwa 4-mal. Deshalb hatten Züchter Tim und sein Vater vorgesorgt und für das Dammwild einen 2 Meter hohen Zaun gebaut. Doch vergeblich. Und dann war ich dann auch dabei, als Vormittag, wo die Kadaver dann gefunden hatten. Und dann hatte ich auch gleich Bilder gemacht. Sah schon ganz schön krass aus. Tim Kühn macht diese Fotos zum Beweis. Denn inzwischen wird jeder Riss von einem Wolfskompetenzteam begutachtet. Zwar steht ein DNA-Test noch aus, doch für die Tierzüchter ist schon klar, dass hier ein Wolf zugeschlagen hat. Konkret kann man sagen, dass 6 Tiere getötet worden sind. Wie viele jetzt verletzt sind, das kann man schätzen. 5 bis 6 sind es auch. Das sieht man an einigen Tieren, sieht man das auch deutlich. Aber wie sich das auch noch entwickelt, gesundheitlich für die lähmenden Tiere, das kann man jetzt nur deuten und schätzen. Am meisten beschäftigt die Aachener noch die Frage, wie der Wolf es überhaupt geschafft hat, hineinzukommen. Denn eigentlich, dachte Rainer Kühn, seine Tiere seien gut geschützt. Als erstes haben wir 2 Meter Zaun, wie Sie sehen. Und dann haben wir hier so eine Anker reingehauen. Draußen haben wir diese Jummimatten, die so ca. 50 cm bis draußen liegen, damit der Wolf sich nicht eingraben kann. Entweder ist er erst drüber gesprungen, aber der muss schon gut springen, oder er ist geklettert. Experten sprechen ja, der Wolf kann auch sehr gut klettern. Die Hirschzüchter von Aachen machen sich zu Recht Sorgen. Die Zukunft ihrer Tiere ist ungewiss und ihre eigene Zukunft damit auch. Vater Kühn und sein Sohn haben den Zaun jetzt noch einmal verstärkt. Doch vermutlich wird es nicht lange dauern, bis der Wolf wieder hier auf Jagd geht.